BW1 mit den Nachrichten aus Bundesland und Landeshauptstadt, herzlich willkommen. Kommunen können beim geplanten Bau neuer Windkrafträder, die in staatlichen Waldgebieten stehen, statt der im Planungsrecht vorgeschriebenen 700 Meter Abstand zu Wohngebieten auch einen Abstand von 1000 Meter beantragen. So lautet der Kompromiss zu einem Thema, das in Stuttgart fast zu einem ersten handfesten grün-schwarzen Koalitionsstreit geführt hätte. Zuvor waren CDU-Forstminister Peter Haug und Umweltminister Franz Untersteller heftig aneinander geraten. Nachdem Haug in einem Rundschreiben an die Kommunen angekündigt hatte, er werde zukünftig nur noch einen Mindestabstand von 1000 Metern genehmigen. Das aber könnte aus Sicht der Grünen einen dicken Strich beim Thema Ausbau der Windkraft machen. Er hatte mit einem überraschenden Rundschreiben aus seinem Forstministerium an die Kommunen vor wenigen Tagen für kräftigen Wirbel und Empörung bei den Grünen gesorgt. Peter Haug, CDU, hatte mitteilen lassen, dass bei geplanten Windkrafträdern in Staatsforsten nur noch Projekte mit einem Mindestabstand von 1000 Metern genehmigt würden, 300 Meter mehr als dem noch unter Grün-Rot entstandenen Windkrafterlass vorgeschrieben. Das hatte wiederum den grünen Umweltminister Franz Untersteller seinerseits zu heftigen Reaktionen veranlasst. Dieser sah so die Ziele der regenerativen grünen Energiewende in Gefahr. Damit war der schwierigste aller politischer Konflikte zwischen Grünen und CDU schlagartig wieder aufgebrochen. Das war in den Koalitionsverhandlungen mit der emotional umkämpfeste Punkt gewesen und in der Tat nicht Stunden oder Tage, sondern Wochen hatten sich die Fachpolitiker bei dem Thema verhakt. Jahrzehnte hatten CDU-geführte Landesregierungen unter Verweis auf drohende Verspargelung der Landschaft, zu geringe Windstärken und den Schutz von Mensch und Natur den Bau neuer Windräder klein gehalten. Die Grünen aber hatten bis 2020 als Teil der Energiewende rund 1200 neue Anlagen geplant, um dann 10% des Gesamtstroms mit Wind zu erzeugen. Schlichtung wurde damals zur Chefsache. War sehr schwierig, das hinzubekommen. Und es gärt jetzt halt noch etwas nach. Auch weil die Zuständigkeiten bei den Windradstandorten im Wald zum einen in das CDU-regierte Forstministerium, zum anderen aber in das grün-regierte Umweltministerium fallen. Jetzt also griffen die Chefs erneut ein. Das Ergebnis: Haug darf nicht generalisierend anordnen, er muss per Brief nochmal nachlegen. Es gibt so eine Richtdistanz von 700 Metern und in begründeten Fall wird die Möglichkeit eingeräumt, künftig auch Abstände zu Wohnbebauung von 1000 Metern und mehr festzulegen. Konkret heißt dies, das von Haug geführte Forstministerium darf für die Genehmigung von neuen Windrädern in Staatsforsten nicht generell einen 1000 Meter Abstand zu Siedlungen vorschreiben. Kommunen dürfen aber andererseits einen dann genau zu begründenden Antrag auf einen Mindestabstand von 1000 Metern stellen. Hier, so das Forstministerium jetzt, werde dann jeder Einzelfall geprüft und über den angemessenen Abstand entschieden, den es brauche, um die Belange von Mensch und Natur gebührend zu berücksichtigen. Der Ankauf von Aktien des Energieversorgers NBW im Jahr 2010 durch die Regierung Mappus könnte das Land teurer zu stehen kommen als gedacht. Demnach müssten im Haushalt 2017 mögliche Verluste von rund 123 Millionen Euro eingeplant werden, so ein Sprecher des Finanzministeriums zum SWR. Bisher hätten die Verluste durch eine Rückstellung aufgefangen werden können. Dies ist jetzt aber demnach verbraucht. Hintergrund ist der nach der Atomkatastrophe von Fukushima 2011 beschlossene Atomausstieg. In der Folge brach der NBW das gewinnträchtige Geschäft mit dem Atomstrom weg. Noch dürfen in deutschen Innenstädten wie Reutlingen, Tübingen oder auch Stuttgart alle Autos qualmen, egal ob Benziner oder Diesel. Angesichts permanenter Überschreitungen von EU-Richtlinien bei Feinstaub und CO2 könnte sich das jetzt ändern. Die Verkehrsminister der Länder und des Bundes tagen am Donnerstag und am Freitag dazu in Stuttgart. Als Grundlage soll die strenge Euro 6 Abgasnorm dienen. Betroffen wären rund 13 Millionen deutsche Autos. Insbesondere Dieselfahrzeuge dürften dann nicht mehr in die emissionsgeplagten Innenstädte. Die Länder Baden-Württemberg und Bremen streben bei dieser Verkehrsministerkonferenz eine Mehrheit für eine Bundesratsinitiative zur Einführung der Plakette an. Ohne die Plakette seien die strafbewehrten EU-Vorgaben zur Luftreinhaltung nicht einzuhalten, so das Stuttgarter Verkehrsministerium. Ob die Plakette eingeführt würde, entschiede jede Kommune dann selbst. Im Fall eines am vergangenen 2. Juni in Mannheim brutal niedergeschlagenen und an den schweren Verletzungen schließlich gestorbenen Rentners
gibt es nach der Ausstrahlung des Falls in der Sendung Aktenzeichen XY ungelöst offenbar jetzt vielversprechende Hinweise. Demnach haben sich zwei Zuschauerinnen gemeldet, die zur Zeit der Tat und in Tatortnähe einen Verdächtigen gesehen haben, der von beiden gleich beschrieben wird. Eine der Zeuginnen konnte diesen Mann sogar mit Namen benennen. Das 68-jährige Opfer war durch einen Faustschlag niedergestreckt worden und gefallen. Dabei erlitt er unter anderem Brüche des Gesichtsknochens und eine Hirnblutung. Soweit die BB1-Nachrichten, jeden Tag das Wichtigste aus Bundesland und Landeshauptstadt. Unsere Nachrichten noch einmal zum Nachlesen und weitere News aus aller Welt finden Sie auf unserer Webseite unter www.bb1.de. Auf Wiedersehen. Trübe und mit Schauern durchsetzt, so präsentiert sich das Wetter am Freitag in Baden-Württemberg. Die Sonne zeigt sich nur im Norden, im äußersten Westen und im äußersten Süden. Im Süden und Südwesten, vor allem am Bodensee in Oberschwaben und in der Region Breisgau-Hochschwarzwald, bleibt es trocken. Am wärmsten wird es im Breisgau mit 15 Grad, auf der Albhochfläche werden nur 8 Grad erreicht. Der Samstag ist schon wesentlich freundlicher. Zwar muss vor allem im Norden, in der Mitte, am Bodensee und im Breisgau weiterhin mit Regenschauern gerechnet werden, es zeigt sich aber schon wesentlich häufiger auch die Sonne. Am wärmsten wird es im Breisgau und am Bodensee, dort werden 14 Grad erreicht. Im Schwarzwald und auf der Schwäbischen Alb sind es 9 Grad.